Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und wir starten heute Resident Evil 5. Nachdem wir Resident Evil 4 erfolgreich abgeschlossen haben, folgt jetzt natürlich der fünfte Teil. Ich kann gar nicht widerstehen. 10 Jahre her, nachdem ich diesen Teil durchgespielt habe. Und ich kann es kaum erwarten, einzusteigen. Los geht's! Resident Evil 5. Oh ja. Ja, bitte, ich möchte unbedingt Speicherdaten erstellen. Sie können nun neue Inhalte freischalten. Super. Hammer, bestenlisten Archiv, Option, habe ich gerade schon ein bisschen rumgefummelt. Wird sich nicht viel geändert haben mit der Steuerung. Los geht's. Gott, wie viele Extras, ey. Neues Spiel. Normal. Ich lass es vielleicht online. Dann kann jemand reinjoinen. Wäre lustig, wenn. Ich hoffe, das Spiel ist nicht irgendwie verbuggt. Keine Beschränkung, ich lasse einfach alles mal offen. Das mache ich. Nein. Okay. Wer schafft rein zu joinen, kann gerne kommen. Immer witzig. Los geht's. Captain Deschat here. We secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey, hey! Uyo Ngenji, alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through.
krass. Das Spiel mit so einer Grafik zu sehen ist übertrieben cool. Wow. Marvin Arthur, hey, was geht? Coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. Oh mein Gott, die prügeln die Scheiße aus dem Typen oder was soll man da drin ist raus? Oh mein Gott, die Grafik ist so scharf in 4K, das ist Wahnsinn. Roger that. Copy. Over and out. Wow. Gefällt mir irgendwie besser als Resident Evil 4 von der Grafik her. Echt schön. Yikes. Gib mir eine Waffe in der Hand. Ah, Chris Redfield. Oh mein Gott, ich muss wirklich so die Kamera drehen. Ah, es wird eine Umgewöhnung. Let's go. Ja, Resident Evil-Fan kann man schon sagen. Resident Evil ist halt Kult. Es macht mega Spaß. Good, you're both here. Come. Come. Come with me if you want to live. You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Check them. Grab your weapons. Oh, yes! Head on it. Hey, die Weste? Er hat gesagt Waffen. Ah, das ist ein bisschen anders. Daran müssen wir uns erstmal gewöhnen. Destination coordinates? Town squares up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right. And apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. And be careful out there. Nur ein Informant. Werde ich Resident Evil 6 spielen nach 5? Also ich habe Resident Evil 6 vor 7 Jahren, wo ich angefangen habe, gespielt. Und weiß nicht, ob ich es nochmal spielen werde. Wenn ich Zeit habe, sag ich mal ja. Wenn noch weitere Spiele rauskommen sollten, dann nein. Ich muss mich auf jeden Fall erstmal an die Steuerung gewöhnen. Okay, oben ist so. Das sollte eigentlich klar gehen. Wir können uns auch so bewegen. Ist ein bisschen anders als in Resident Evil 4. Ist mehr actionlastig. Aber dass wir so zur Seite gehen können, ist merkwürdig. Oh, ich hätte es auch Sheva aufheben lassen können. Also kleine Sachen bestimmt wieder. Remember, we're a team. Whatever happens, we stick together. Don't worry. I may not be as big as you, but I can still hold my own. Okay, ich kann mich hier die ganze Zeit mit umsehen. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht umstellen kann. Ich fand's eigentlich besser als also besser in Resident Evil 4. Aha, jetzt sagt er mir den Störung. Wir spielen mit der Third Person. Die Maus wird dazu benutzt. Gottes Willen, bitte nicht. Also es ist Maus und Tastatur. Ich blindfisch.
Bitteschön. Grundsteuerung Resident Evil 4. Yes! Hey, Mina, schön, dass du da bist. Freut mich. Hast es doch geschafft. Eine Stunde hast du gebraucht, um aus der Stadt zu kommen. Ich weiß auch nicht. Ich habe heute auch 10 Minuten länger gebraucht als sonst. Ich glaube, noch nicht mal 10 Viertelstunde oder so. Hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn man einfach nur da steht, im Stau und es ist warm, boah, furchtbar. Aber über eine Stunde ist heftig, ey. Du hast mein Mitleid, auf jeden Fall. Boah. Und wie immer für euch, bevor wir loslegen, die Info, das hier ist ein Livestream. 17.30 Uhr am Dienstag und Donnerstag um 18.30 Uhr bin ich live. Kommt vorbei, checkt es aus und die genauen Zeiten, falls ich was ändern sollte, findet ihr immer auf meiner Instagram-Seite und auf Facebook. Nerdolet Games, ganz, ganz easy. Lecker Schmecker. Oh, die Grundsteuerung ist wieder... Oh mein Gott, okay. Ich lasse es auf D. Ich werde mich einfach daran gewöhnen. Ich werde da nicht weiter rumfummeln. So. Oh, da ist auch noch ein Fest bei dir. Wahnsinn. Ja, ich habe hier in der Nähe Bochum Total und... Das ist auch eine Herausforderung. Ey, die Grafik ist so viel besser, ne? Das ist Wahnsinn. Ich kann mich noch nicht so richtig an die Steuerung bisher gewöhnen. Was ist bloß passiert? Keine Ahnung. Viechige Viecher. Ey, dass ich seitwärts gehen kann, wenn ich A gedrückt halte, drehe ich mich. Finde ich absolut kacke. Untersuchen. Eine Holzkiste. Ah, das erste grüne Kräuterchen. Muss so ein bisschen managen, dass Shiva natürlich auch noch was abbekommt. Ich weiß noch, wo alle geflucht haben, als das Spiel rauskam. Was ist zu actionlastig? Boah. Und bei Resident Evil 6 wird es nur noch schlimmer und schlimmer. Geht's. Ja, toll! Da kann ich nicht umschalten. Krass, ey. Also die haben das Spiel in jeder Hinsicht verbessert, muss ich sagen, zu Resident Evil 4. Ehrlich. Oh ja, ich kann ja stampfen. Hat das gereicht für ihn, oder braucht er noch mehr? Perfekt. Ja, für ihn ist das ja noch komplett Neuland. Der kennt die Scheiße nicht. Aber ohne Scheiß, ne, Chris trainiert auch so heftig. Wo ich das damals gespielt habe, habe ich mir auch so gedacht. Alter, was sind da für Steroide? Aber erstmal ist natürlich alles für mich. Ja, Überleben ist ja auch das Wichtigste. Kein Thema. Was ist denn jetzt passiert? Wie meint er mir das Spiel? Und Chris ist draußen. Oh nein! The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation, do we? Perfekt. Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Was HQ expecting this? Hier durch. Zweit könnte man diese Tür eintreten. Da klaut sie mir einfach die Munition. Ich glaube, da hackt. You grab it. Okay. You grab it. Roger. Ha, meine Handlangerin, du hebst alles für mich auf. Meine Sklavin. Also erstmal anfangen das Spiel, dass man ganz locker mit allem vertraut machen. Come on, Roger. Take it. Okay. Alles erstmal
kombinieren. Destroyer, hey. Wie kann ich das eigentlich sortieren? Ah ja. Come on! Roger! Hurry! Roger! Wie der die ganze Zeit anmacht. Beeil dich! Oh Gott, wir werden sterben! Habe ich vorhin beantwortet, aber ich sag's gerne nochmal. Resident Evil 6 werde ich nur spielen, wenn wir keine Spiele dazwischen haben, falls irgendwas Neues erscheinen sollte. Hört sich was wie Chinesisch an, mal ohne Scheiß. Wir haben ein Riesenproblem. Oh, shit. Okay, Munition. Was auch immer hier drin ist. Okay, gilt es hier zu überleben? Oder einfach nur zu killen? Ja, der wütende Mob ist unterwegs. Ich bin von der Technik begeistert von dem Spiel. Das Spiel sieht immer gut aus. Gerade in 4K. Schade, dass die Köpfe irgendwie nicht platzen. Ich hoffe, da ist nichts geschnitten. Oh, hallo. Ja, ich kann drin bleiben. Da ist kein Weg momentan, oder? Doch. Oder? Nein. Tom, hey. Striker, hey. Ja. Geil, die Köpfe platzen, ey. Es ist ein Ticken realistischer als Resident Evil 4, finde ich. Bam, oh Gott, der dritte ist neu. Autsch. Im Haus bleiben wir die bessere Sache, komm schon. Oh. Komm, die Tür. Na toll. Okay, let's do this. Go. Kurt, come in. The locals are hostile. The gate is sealed and we're trapped. We need backup. Oh mein Gott, das macht so viel Spaß. Holy shit, das ist so gut. Die Technik ist so viel besser, das Spielerlebnis ist so viel besser. Die haben einige Sachen verbessert für Resident Evil 4. Oh mein Gott, die werden uns komplett überrennen. Unser Inder-Freund ist hier nicht so begeistert. Ich hätte vielleicht darauf schießen sollen. Gott, die machen viel Schaden und ich habe keine Munition. Autsch! Oh Gott! Oh mein Gott! Ja, das ist die Idee, das alles zu verteilen. Ich muss damit erstmal klarkommen. Holy shit! Ich hab nur Pistolenmunition. Was schmeißt uns das Spiel schon am Anfang auf und das ist so. Oh shit, hätte ich treten können.
Was ein Schlag, ey. Mega, hey. Noch kill deine eigenen. Ja. Na, viel Schuss. Fässer, sollten wir uns einen Vorteil verschaffen? Bessere Idee gerade. Oh, das hat nichts gebracht. Okay. Müssen einen kühlen Kopf bewahren. Da ist Munition und Heilung. There's just no end to them. We've gotta hold out till Kirk gets here. Den Stein müssen wir killen. Gott, das war noch. Etwa die Wand durchschlagen? Weg. Ich kann Shiva selber keine Munition geben. Ich hab nichts mehr. Hoffentlich nervt Shiva nicht. Ey. Das wäre das allerletzte, was ich will. Hier könnte noch was sein. Auch nicht mehr. Durchhalten. Oh Gott, Sackgasse. Yikes, ey. Da kommen noch mehr. Okay, wo immer die Pistolenmunition herkommt. Ich dachte, er wirft das Teil. Ist das auf dem Timer? Ich weiß nicht, ob das auf dem Timer ist. Er sagte, bis Kirk kommt. Scheiße, die Fässer nicht in der Mitte platziert sind. Ich krieg nicht alle in die Ecke. Oh Mann. Das könnte schon jetzt mein Ende werden. Das auch noch. Nicht gut. Schön gekickt. Holy shit, ey. Ich hätte die Polizei. Oh mein Gott. Das Spiel pausiert hier auch nicht. Was ist Terror gerade? So, weil ich habe hier in der Ecke noch was gesehen. Ich kann hier eine MP finden. Oh shit, wo ist die? Das wäre natürlich mehr als edel. Ha, ich hab's überlebt. Let's go. Take over. Das war schon Kapitel 1 von 1. Das war krass. An den Henker hätte ich töten sollen. Ich hatte auch die Chance dazu. Der war eigentlich auch relativ leicht zu töten. Schade, aber AA, SS, S. Kann ich mit leben. Ist okay, wir finden alles. Ach ja, ich find's so schade, dass sie den Händler rausgenommen haben. So schade. So, wir sollten erstmal Shepard was geben. So, zweimal Heilung. Eine Heilung nehme ich. Brandgranate nehme ich. Schätze, noch keine.
können wir damit machen? Verkaufen? Verbessern? 1400 ist wirklich nichts bisher. Was können wir kaufen? Ein Erste-Hilfe-Spray oder die Pistole? Ja, eine Rakete wäre natürlich edel, wenn wir die haben. Und natürlich wird der kombinierteste Kombinierer zurückkehren. Wir werden alles kombinieren, was wir nur kombinieren können. Let's go! Kirk, we owe you one. You can thank me later. Chris, Sheva, it's almost time for Alpha Team to go in. Hurry to the deal coordinates. Ich weiß nicht, 2009 war irgendwie so Afrika-Zeit, ne? So 8, 9. Ja, wir hatten Far Cry 2 damals, kann ich mich erinnern, das war also Afrika. Resident Evil. Was noch? Fällt mir gerade nicht an, das ist bestimmt Call of Duty, glaube ich, auch noch. Oh shit, da kann ich bestimmt von der anderen Seite rein. Ich habe schon einen Weg gesehen. Aber wieso kann ich hier runter? Einfach, weil wir es können. Yes! Schade. Guckt euch mal die Arme von Chris an, holy shit, ey. Ah, da habe ich noch ein bisschen was zu tun, obwohl kann sich sehen lassen, aber der hat ja, mein Gott, nee, der spritzt sich doch irgendein Zeug, ey. Ist mir damals schon aufgefallen. Ich konnte doch da, ja. Yes. Ja, doch, doch. Kann sich sehen lassen. Doch, kommt. Komm, Sheva. Wir werden wahrscheinlich die ganze Zeit nur mit so aggressiven Mobs zu tun haben. Fischmobs natürlich. Die sind halt ziemlich böse und... Wir haben ja auch so viele Dinger dran, da könnte auch die Las Plagas solche dran sein und wir sollten aufpassen. So, wie sieht's munitionsmäßig so aus bei Sheva? Schlecht. Aber ich will dir nicht alles geben. Thanks. Holy shit, ey. I need ammo. Take this. Ja, her damit. Ach so, okay, das geht auch. Ich muss erstmal voll damit klarkommen. I need ammo. Use this. Finde ich gut. Jetzt hat die gar nichts mehr. Thanks, partner. Können wir irgendwie die Menge bestimmen? Ich glaube nicht. Außerdem will ich noch sagen, das Spiel ist 10 Jahre alt oder so. Wenn ihr Tipps habt oder Anregungen habt, natürlich keine größeren Spoiler. Lasst die natürlich immer gerne in den Kommentaren. Umso mehr finde ich, umso lustiger ist es für alle.